immer wenn sie uns zu nahe ist, scheint es so, als würde die Welt sich wandeln. Hä? Ich glaube, sie hat uns eine Nachricht geschrieben. Vielleicht hat sie endlich unsere Freundschaftsanfrage angenommen. Bei Facebook. Auf sich, frage ich mich. So, und von wo kommt sie jetzt? Von dort. Von dort, von dort. In einem Fort. Fokus, natürlich. Ich weiß aber nicht genau. Komm, wir gehen. Was hat es mit den Bäumen auf sich, mit diesem Baum da eben? Das ist ein besonderer Baum. Was hat es mit den Rosen auf sich, wo das blaue Leuchten war? Wir müssen das irgendwie rauskriegen. Ich weiß aber noch überhaupt nicht wie. Diesmal hat sie uns gesehen und die Arme ausgestreckt und geschrien und ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg. Alter. Meine Haare stellen sich gerade auf, also alle am Körper. Scheiße, was mache ich nur? Ob ich mich doch spoilern soll, wie die Rätsel funktionieren, weil wir wandern hier sonst im Let's Play? Quasi stundenlang wahrscheinlich durch den Wald. Und wer will schon Stunden... Oh nein, sie kriegt uns, sie kriegt uns, sie kriegt uns, sie kriegt uns, sie kriegt uns. So, ich bleibe jetzt hier in der Außenwand. Ruhig bleiben. Was? Die verarscht uns doch. Der Hintergedanke des Programmierers übrigens, Daniel war sein Name, glaube ich. Hallo Daniel, falls du zuschauen solltest, viele Grüße an dieser Stelle. Der Hintergedanke des Spiels war eigentlich zu zeigen, dass man so ein Psychospiel wie Slenderman nicht nur mit dunklen Maps oder mit dunklen Gegenden machen kann, sondern auch wie hier mit Nebel. Und ich würde sagen, er hat es geschafft. Der Mann hat es geschafft. So, jetzt folge ich dem Licht. Alter, ich kann dem Licht nicht folgen. Die Alte ist mir noch ständig auf dem Pferd. Jetzt ist die da hinten? Ich kann dem Licht nicht folgen. Da ist sie wieder. Jetzt von da. Alter, ich kann hier nicht bleiben. Ich kann hier nicht bleiben. Da ist sie. Ich würde gerne dem Licht folgen, aber es geht nicht. Und jetzt kommen wir bestimmt gleich wieder zu dem Zaun mit dem Baum. Und mehr als auf E drücken kann ich ja nicht. Kommen wir zum Zaun mit dem Baum. Da würde ich mich ein bisschen sicherer fühlen, weil wir sie da festhaken können. Noch.
Bis zum nächsten Update wahrscheinlich. Ich hab das Gefühl, das Rot wird ein bisschen intensiver gerade. Man kann sich wohl auch dreimal von ihr fangen lassen. Was ist das denn? Was? 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 Okay. Also, wie ich gerade sagen wollte, wir dürfen nicht in die Blumen treten, glaube ich. Wie ich gerade sagen wollte, man kann sich dreimal von ihr fangen lassen. Oder halt von Blumen und Statuen. Und dann wird man wohl da im Bettchen, wo man gerade ruht und träumt. Dann soll sie einen da wohl finden. Ich habe natürlich keine Ahnung, wie das dann aussehen wird. Jetzt ist sie vor uns. Das gibt's doch nicht. Wie macht die das? Ich wäre auch gern ein cooler Teleportationsgeist. Dann könnte ich mich direkt zu den Sachen hin teleportieren. Eine Träne! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ich sehe dich, ich sehe dich, ich sehe dich, da war sie gerade schon. Ich laufe und laufe und laufe. Boah, Alter. Na, immerhin haben wir jetzt schon mal zwei Tränen in diesem Durchlauf. Ich komme mir gerade auch vor wie so eine Träne. Eine Träne im Regen, die nach Hilfe schreit. Das gibt's doch nicht. Die kommt von überall. Und vor allen Dingen, ich finde hier doch nie irgendwas wieder. Ich versuche mich hier zu orientieren. Aber im Nebel geht das natürlich nicht. Und wenn wir auf dem Weg sind, habe ich das Gefühl, plötzlich ist die vor uns. Eine Automap-Funktion wäre natürlich praktisch, aber ich glaube, das können wir lassen. Ach ja, lieber Programmierer Daniel, wenn du zuschaust, es wäre eine super Sache, wenn man das Intro abbrechen könnte mit Escape, weil wenn man mehrere Anläufe braucht und immer das Intro guckt, Zelt findet sie uns doch bestimmt nicht. Vielleicht können wir ein romantisches Wochenende verbringen. Und vor allen Dingen, die kommt näher, die kommt näher, die kommt näher, die kommt näher. Vor allen Dingen, die Zelte werde ich nie wiederfinden. Ich werde überhaupt nichts in diesem Wald jemals richtig wiederfinden. Ich kann das doch nicht 100 Folgen lang machen, weil ich nichts wiederfinde hier. Sind wir wieder bei den brennenden Palisaden. Okay. Ah, Alter, ich dachte gerade. Jetzt probiere ich mal hier das Ding zu benutzen. Mal gucken, was passiert. So, sie kommt von da irgendwo. Ich kann es aber nicht benutzen. Ich dachte eigentlich... Die Geräusche.
dachte eigentlich, ich kann das vielleicht ausmachen. Da gehe ich doch nicht weiter, wenn sie von da kommt. Jetzt kommt sie von da? Willst du mich verarschen, Mädchen? Natürlich will sie das. Sie jagt uns ja. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Es gibt einen einzigen Eingang. Wenn es im Traum brennt und wir müssen ihr helfen. Was ist das denn? Die ist nah, glaube ich. Wenn es im Traum brennt und wir sollen ihr helfen, dann müssen wir doch das Feuer ausmachen. Eigentlich. Boah, das war ein Baum. Ich sehe die jetzt überall. Das Problem ist auch... Ich meine, klar, man hat drei Versuche oder man darf dreimal erwischt werden, aber das Problem ist einfach, man kann das Spiel nicht an einem Stück durchspielen, wenn man sich da so ein bisschen reinsteigert, sage ich mal, und das mache ich ja immer gerne. Wie kann die jetzt von da vorne kommen? So, ich laufe da jetzt rein, ist mir egal. Ich hoffe nur, die teleportiert sich hier nicht rein. Ah, wir haben das Feuer ausgetreten. Ah. Oh Gott, ich hoffe, die ist nicht mit uns hier drin. Ich hoffe, die ist nicht mit uns hier drin. Ich hoffe, die ist nicht mit uns hier drin. Ich hoffe, die ist nicht mit uns hier drin. Okay. Wir haben die Brände gelöscht. Jetzt wissen wir schon... Dann haben wir schon die dritte Träne. Wir kommen also voran. Es sei denn natürlich, wir sterben jetzt, was wahrscheinlich gleich passieren wird, weil sie längst in der Nähe ist. Und sie ist ganz nah. Natürlich. Wie immer, wenn wir eine Träne finden... ist sie ganz nah. Also eine Speicherfunktion ist, glaube ich, wäre extrem hilfreich hier. Ich würde jetzt sehr, sehr gerne speichern. Sehr, sehr gerne und dann eine kurze Pause machen. Ich gebe zu, das ist wie bei Paranormal. Ich kann es nicht so lange am Stück spielen. War bei Cry of Fear aber auch schon so, wobei man da Strecken hatte, die ruhiger waren. Aber hier ist ja... Okay, hier brauche ich eine Kerze. Ich habe aber keine. Oder sowas. Bei Cry of Fear hatten wir ja ruhigere Strecken. Aber hier ist man ja quasi ständig in Gefahr. Ist das ein Strick? Nein. Ah, das ist die Kerze. Ich vermute mal... Oh nein. Ich vermute mal, wenn wir die Kerze draufstellen, haben wir die nächste Träne. Oh. Okay, das geht nicht. Oh, sie ist nah, sie ist nah, sie ist nah, sie ist nah. Ich glaube, immer wenn sie nicht weiterkommt, teleportiert sie sich. Ich schlage jetzt mal ein paar Haken hier durch die Berge. So,
sodass sie uns hoffentlich nicht folgen kann. Und jetzt hat sie sich teleportiert, wie es aussieht. Okay. Ich hoffe, ich finde das Kerzending nochmal. Alter, ist die schneller geworden? Nein, nicht die Begrenzung. Nicht die Begrenzung, nicht die Begrenzung. Und ich glaube, sie ist schneller geworden. Es leuchtet rot. Überall leuchtet es rot. Bitte, bitte bisschen Ausdauer noch. Bitte, bitte bisschen Ausdauer noch. Lauf, 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 lauf. Siehst uns. Oh fuck. Oh fuck, oh fuck, oh fuck.